So, liebe Freunde, es geht schon wieder weiter bei Let's Play Orcs Must Die und wir schauen mal kurz zu den Verbesserungen, denn wir haben ja wieder ein paar Schädel zusammenbekommen, zusammengekratzt oder ja, was ist denn das? Dauerzermalmer? Ach, das sind die Zermalmer, die schauen dann auch ganz anders aus, oder? Ach, keine Ahnung. Ich habe mir aber gedacht, wir holen uns die verstärkte Attrappe, denn ich habe mir das mal jetzt so ein klein wenig angeschaut, was es für Verbesserungen und so gibt. Und ich meine, davon, was wir jetzt noch kaufen können, benutzen wir die Attrappe am meisten. Und ja, die steckt somit viel mehr Schaden ein, bevor sie explodiert. Das heißt, das kaufen wir. Und das heißt, die, ich nehme es jetzt mal als Beispiel, also die Gnolljäger, die greifen ja dann länger die Attrappe an und ich habe somit mehr Zeit, sie zu töten. Und ja, das ist doch ganz perfekt. Gut, jetzt geht's aber weiter mit das Nadelöhr. Ein komischer Name für das Level. Und das ist das vorvorletzte Level, denn wir haben nur noch 3 Level vor uns, dann ist das Spiel auch endlich vorbei. Oder was heißt endlich? Ich find's eigentlich eher schade. Aber naja. Jetzt geht's weiter mit das Nadelöhr auf Kriegsmagier. Und jetzt erhalten wir den Zermalmer. Also jetzt doch. Den werden wir, schätze ich mal, dann auch mit ins Inventar packen. Na gut. Großes Gebiet zu überwachen, haufenweise Türen, viele Zugangswege. Das klingt wirklich nach Spaß. Oh ja, wir werden auf jeden Fall viel Spaß haben. So wie natürlich in jedem Level von Orcs Must Die. So, hier gibt's jetzt eine neue Gegnerart. Ich habe jetzt schon gedacht, aber die Feuerogre, die kennen wir ja schon. Aber hier, gepanzerte Ogre, steckt unglaublich viel weg und ist sogar ganze 10 Spaltpunkte wert. Das heißt, wenn der in den Spalt rennt, dann ist das Spiel schnell vorbei. Gut, kompliziertes Level, das wir natürlich jetzt erstmal länger inspizieren. Hier ist der Spalt in der Mitte. Dann ist hier so eine kleine Plattform, wo man vielleicht ein paar Bogenschützenwächter platzieren kann. Ebenso wie hier, so dass die nach unten schießen eben. Dann sind hier 2 Portale. Dann geht's einmal hier nach oben. Dann ist hier wieder so eine komische Plattform. Da fliegen auch die Flugeinheiten entlang. Hier ist ein rollender Baumstamm. Den müssen wir uns dann auf jeden Fall merken. Dann ist hier natürlich die Tür. Nichts weiteres Besonderes da hinten. Gut, dann mal in die andere Richtung. Nämlich hier runter, darunter. Hier ist wieder so eine Plattform. Hier ist dann eines der Portale und hier wieder eine Tür. Und das eine Portal bringt mich eben wieder zum Spalt und das andere Portal genauso. Das bringt mich halt jeweils zur anderen Tür und wieder zurück zum Spalt. Gut. Jetzt erstmal entscheiden, was wir mitnehmen. Natürlich die Standardsachen Gift, Stachelfalle und Pfeilwand. Bogenschützenwächter, Paladinwächter, Ring der Blitze und Eisamulett. Ja, was noch? Ach ja, die Zermalmer mal. Attrappen. Und zum Glück sind diesmal keine Gnolljäger dabei, aber natürlich wieder die Schamanen, die leider die Gegner wiederbeleben können. Und wir nehmen jetzt noch den Mana-Brunnen mit, dann passt das Ganze. So, ich würde mal sagen, wir entfesseln die Horde und schauen, von welcher Seite die Gegner kommen. Okay, von da oben. So, so, so. So. Natürlich wieder Flugeinheiten, das war ja mal wieder logisch. Sterbt ihr lieben oder ihr liebenswerten Orkse. Orkse, Mann, ich spreche wie Gollum aus Herr der Ringe. Die Orkse, das ist ja kein Deutsch. So, jetzt muss ich mal ein bisschen leiser den Sound drehen für mich. Für euch natürlich nicht leiser, aber für mich habe ich ihn jetzt kurz mal leiser gestellt. Ein kleines Geschenk für dich. Und für dich auch. So, jetzt kommen sie natürlich von der anderen Tür, das war ja logisch. Da kann ich jetzt auch mal ein paar Pfeilwände platzieren. Ach, kein Geld mehr. Na, dann geht das natürlich nicht. Was hat ein Ork gerade Mama geschrien? Oh mein Gott, so ein Muttersöhnchen. Aber verstehe ich auch, ich meine, wer hatte nicht Angst vor unserem Lehrling oder unserem Protagonisten hier aus dem Spiel Orcs Must Die?
So, wieder besiegt. Wunderbar. Das läuft ja super. Dann mal wieder ein paar Attrappen platzieren. Ja, jetzt kommen sie von beiden Seiten. Sieht gut aus. Ach du Scheiße, Koboldläufer, das ist jetzt nicht toll. So, jetzt muss ich mich mal hier echt kümmern. Ach du Scheiße, war das knapp. Ich habe ja richtig Angst. Bam, bam, bam. So, alles töten, was uns nur in die Quere kommt. Und jetzt mal wieder hier nach oben und um die Seite kümmern. So, sterbt meine lieben Ork-Freunde. Mann, wo sind sie denn? Ach da, okay. Und da ist aber immer noch der eine. Bester Job aller Zeiten. Puh, oh mein Gott, das wird noch schwer, dieses Level. Deswegen platziere ich jetzt auch mal ein paar Paladine. Einmal hier und hier. Und dasselbe nochmal. Hier und hier. Und lass die Horde frei. Gut, jetzt muss ich mal schnell hier in das Portal und jetzt in das andere. Denn sie kommen wieder von hier, die Gegner. Schnell um die Flugeinheiten kümmern, dann passt das Ganze wieder. Bam. Ach, 12 Wellen müssen wir hier gleich bestreiten. Das habe ich ja jetzt schon wieder vergessen zu erwähnen, irgendwie jedes Mal. Aber naja, daran müsstet ihr euch ja langsam gewöhnt haben, dass ich das immer vergesse. Aber ist ja auch egal. Wir sind ja hier, um Orks zu töten und nicht um die Wellen zu zählen. Auch wenn ich das Level hier gerne vorbei hätte, denn das ist echt schwer. So kommt mir das zumindest vor. So, hier nochmal. Es wird richtig wehtun. Jetzt kommen sie wieder von der anderen Tür, das war doch wieder logisch. Bam, bam, bam. Oh, Koboldläufer, die mag ich gar nicht. Die hätten uns ja vorhin noch fast wieder die 5 Schädel gekostet. Denn da wäre ja vorhin fast einer oder sogar mehrere durchgekommen. So, jetzt aber erstmal um die Flugeinheiten hier wieder kümmern. Die habe ich noch auf der Minikarte gesehen. So, gut, der ist besiegt. So, so, so. Moment, der ist auch gleich besiegt. Wunderbar. Dann wieder dahin oder dahinter laufen, um den Rest der Orks zu besiegen. Und den Paladinen hier zu helfen, damit die nicht ganz sterben. Aber ich meine, sind ja nur billige Orks, daran werden die schon nicht scheitern. Ich meine, die Paladine sind ja starke Krieger. So, von da kommen auch wieder welche. Wunderbar. Und der Ring der Blitze wird mal wieder eingesetzt. Wir gehen auf die andere Seite. Wow. Ach du Scheiße. Erstmal um die Schamanen hier kümmern. Das ist jetzt einer dieser gepanzerten Oger. Und die scheiß Schamanen haben sich hier gerade gegenseitig wiederbelebt. Sowas packe ich ja mal gar nicht. Unmöglich sowas. So, schnell hier kümmern und dann noch den letzten da unten töten. Ach ja, ein Feueroger, na toll. Einfach ein paar Kopfschüsse verteilen. Und das war's mit ihm auch. So, jetzt aber erstmal
ein bisschen wieder um die Fallen kümmern. So, hier drei Bogenschützen hinstellen. Dasselbe auch nochmal hier. 1, 2 und 3. 1, 2 und 3. Und hier noch... Ach, ich habe keine Barrikaden dabei. Das heißt, das geht dann leider nicht. So, die Koboldläufer sind besiegt. Dann muss ich noch schnell auf die andere Seite und diese Koboldläufer noch besiegen. Nein, hierhin. So, wunderbar. Nein, nicht schon wieder irgendwer außer Gefecht. Das geht gar nicht. Die töten meine ganzen Bogenschützen. Was soll denn der Dreck? So, dann noch einmal hier drauf schießen und wieder die Seite wechseln. Bababababam, das geht ja recht flott. Nächste Welle, ich warte. So, schon die achte Welle ist das. Aber nach 11 Minuten sollte die natürlich auch mal kommen. Bogenschützen, oh, die liebe ich ja. Die gehen eigentlich recht flott. Ich meine, früher habe ich die Bogenschützen gehasst, aber mittlerweile sind das ja eigentlich richtig leichte Gegner. Und ja, deswegen geht es ja. Das sind schon wieder Schamanen, wie ich euch hasse. So, die Seite ist schon mal klar. Und die andere Seite auch. Nur noch ein Schamane. So, nächste Welle. Ich warte wieder gespannt auf, ja, die nächsten, die sich gegen uns stellen wollen. Manchmal habe ich fast Mitleid bei den Orks. Obwohl, eigentlich nicht. Gut, lieber Lehrling. Er hat nämlich gerade gemeint, dass er manchmal Mitleid hat. Das würde ich ja mal gar nicht verstehen. Aber er hat dann nochmal gesagt, dass er es natürlich nicht so meint, deswegen... So verstehe ich ihn auf jeden Fall. Kein Mitleid, sondern einfach nur Tod. Und keine Gnade, das ist immer gut. Wer weiß, ob das wehgetan hat. Niemand kann es wissen. Scheiße, scheiße, scheiße. Da sind mir gerade ein paar Flugeinheiten hindurchgekommen. Mann, war das knapp. So, dann um die Flugeinheiten noch kümmern. Gut, dann noch den Schamanen besiegen. Ich glaube, ihr spinnt ein bisschen. So, alle besiegt. Dann würde ich mal sagen, wir gehen mal zur Weberin des Wissens wieder. Kaufen uns natürlich alles. Guten Kampf, Kriegsmagier. Dankeschön. So, nächste Welle bitte. Ich warte schon gespannt. So, Moment. Und jetzt geht's los mit dem Ring der Blitze, der gleich wieder alle umbringt. Alle Gegner natürlich. Nicht Freunde, das wäre etwas komisch, wenn wir unsere eigenen Freunde töten würden. Die Fallen leisten ja auch gute Dienste. So, jetzt muss ich aber mal wieder die Seiten wechseln. Denn da laufen ein paar Koboldläufer hindurch. So, gut, Feueroger besiegt. Dann kommen aber da unten noch ein paar. Deswegen platziere ich jetzt auch hier oben mal Bogenschützenwächter. Ebenso wie auf dieser Seite. Und dann überraschen wir die noch so. Und ja, nächste Welle. Wunderbar. Die 11. Welle schon. Das heißt, die vorletzte Welle kommt nun.
Und auch wieder Flugeinheiten. Die sieht man ja immer schön auf der Minikarte. So, und noch so. Und zwei Feueroger gleich. So, wunderbar. Besiegt. Dann ab auf die... Oh. Doch nicht auf die andere Seite, weil da kommen schon wieder Flugeinheiten. So, und der letzte noch hier. Ach, da kommt ja auch schon wieder eine Armee. So, die letzten zwei noch und nächste Welle. Gut, die letzte Welle ist nun im Anmarsch. Hier sind auch wieder zwei Orks auf unserer Seite, die hoffentlich gute Dienste leisten, auch wenn die Orks natürlich nicht so gute, ja, Kämpfer sind, aber was soll's, besser als nichts, sage ich immer. Und es kam kein Koboldläufer durch, auch nicht auf der anderen Seite. Ich habe da immer ein bisschen auf die Minikarte geachtet. Das ist schon mal sehr gut. Ansonsten müssten wir uns wieder hier einen Heidenstress machen. Mann, unsere Fallen fangen echt jeden Gegner ab. Das läuft ja echt super im Moment. So, und jetzt noch um die letzten hier kümmern. Oh nein, da kommt noch ein gepanzerter Oger. Ja, so heißen die, genau. Aber obwohl, so stark sind die eigentlich auch wieder nicht. Und da ist er auch gefallen. Schon wieder noch mehr Gegner. Mann, wann ist denn die letzte Welle hier mal vorbei? Och nee. Die haben jetzt nicht ernsthaft hier einen gepanzerten Oger wiederbelebt. So, die Seite ist geschafft. Und diese Schamanen, die nerven einen ja, das ist ja nicht mehr normal. So, jetzt muss ich aber wieder auf die andere Seite. Gut, hier sind sie tot. Dann nochmal auf die andere Seite und noch um die zwei Oger kümmern. Ach, ist ja nur noch einer. Wunderbar. So, der gepanzerte Oger ist besiegt. Wir haben extrem viel Geld. 13.416. Und damit ist das Level und der Part auch schon wieder vorbei. Wir haben sogar alle 5 Schädel, die man nur bekommen kann in diesem Level. Und das heißt, das Nadelöhr ist somit vollendet, beendet, wie auch immer. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Schaltet doch wieder ein, ich würde mich freuen. Und deswegen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.